Willkommen zum Let's Play von FIFA 18. Mal was anderes. Also bisher habe ich bis jetzt nur, wie heißt, Shooter-Spiele und so weiter gespielt. Ich spiele natürlich gerne Fußballspiele und Simulationen, und jetzt zeige ich mal euch kurz eine Partie von FIFA 18. Ja, ich bin jetzt Offline-Modus, weil mein Bruder online ist, mit meinem Account. Ich spiele mit Haching in dem Karrieremodus. Und was ich auch, ich spiele jetzt nur Halbprofi. Ich bin also kein Profi. Ich habe mal ein paar Spieler eingekauft, weil ich ja, ich habe nämlich den Dings, den Bonus genutzt mit dem, wie heißt das, mit dem Transfer-Bonus da, dass ich ja eine Geldspritze bekomme halt für den Verein. Und den kann man ja Punkte sammeln, hier diese EA-Punkte, wie die heißen. Also da rechts oben. Wenn ich, also das geht ja gar nicht. Ich bin ja offline. Ja, auf jeden Fall habe ich eine Finanzspritze, habe ich ein paar Millionen. Bin also ein bisschen finanziell vorteilhaft. Habe ich ein paar Spiele gekauft, wie ihr es ja schon gesehen. Von Barry von Gladbach, von Werder Bremen, Amateuren. Oder zweite Mannschaft, nicht Amateuren. Aiden habe ich gekauft. Geier habe ich gekauft. Wegkamp habe ich gekauft. So. Aber die nächste, wir spielen mal eine Partie gegen was? Magdeburg? Wer ist nochmal jetzt? Magdeburg, genau. Spielen. So. Wir sind jetzt mal erster Platz in der Tabelle. Das geht jetzt zuki zuki. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Wolf Fuß begrüßt Sie hier zu dieser Partie. Und auch von meiner Seite hallo, mein Name ist Frank Buschmann und das könnte heute eine spannende Partie werden. Ja, das werden wir jetzt sehen, ob es spannend wird. Heute spielt also der 1. FC Magdeburg gegen die Spielvereinigung Unterhaching. Mal ein bisschen Anführungssequenz hier. Da die Tabelle, ich bin erster Platz. Ja, Halbprofi halt, ne? Ein Profi wäre ich da nicht mehr erster gewesen. Ja, an Grafiker, also auf dem PC ist es natürlich richtig Hammer. Also ich spiele am PC mit meinem Xbox One Controller. Klasse Defensivleistung zuletzt bei den Gästen. Also da sind sie bislang richtig stark. Ja, vier Gegentore. Und ne? Entsprechend selbstbewusst gehen sie hier auch in diese Partie. Das sind natürlich beste Voraussetzungen. Ich habe ja so einen Chinesen-Avatar genutzt. Also ich bin so ein Chinese. Als Trainer sehe ich aus wie ein Chinese. Also wenn die auflaufen, dann weißt du, was du bekommst. Das wird ein intensives Spiel. In FIFA 17 habe ich Wolf, nämlich, also natürlich immer wieder über das Pressing kommen, weil ganz sie anderen auf den Avatar Füßen stehen, weil sie ihm keine Luft zum Atmen geben. Ja, hier eine ganz kleine Einführung. Sie können sich jetzt gleich weiter unterbrechen und werde jetzt losspielen. Dann seht ihr meine, ja, amateurhaften Fußballkünste hier. Wobei ich eigentlich jedes FIFA was gespielt habe. Seit FIFA 99, außer 2004, 2005, 2006 habe ich ausgelassen. Und 2000 und FIFA 16. Und jetzt sehen wir hier also die Aufstellung der Gäste heute. Ja. Schauen wir uns kurz ihre Formation an. Da sehen wir ein 4-4-2. Also das heute ist in der dritten Liga so, dass Mittelfeld. Man Anstoß so ausführt. Das ist hinten jetzt ein neuer. Sichert ein Defensiver ab und vorne. So, hä, der Mann soll die Stürmer einsetzen. Jetzt habe ich hier ganz weit gepasst. So, meine Stärken sind eher so Pässe, Kurzpassspiel und Pass in den Lauf, wobei das jetzt nicht funktioniert hat. Niemeyer. Was ich gar nicht so richtig raff bis jetzt seit FIFA 17, ist dieses dieses Tackling. Früher war es ja einfach, du bist auf den Spieler rauf und hast Einwurf sofort ausgeführt. Einfach Schusstaste gedrückt oder Philipp sonst was. Tupitz. Und dann hat er den Ball abgeknüpft. Und jetzt muss man zum Spieler genau hin und dann genau timen. Also das ist ein bisschen. Das kriege ich nicht so wirklich. Ah, da holt er den Ball zurück. So viel. Philipp Tirpitz. Also meine, also ich Ludwig. Tue selten über außen laufen. Ah, jetzt, oh. Und gibt's jetzt die Führung? Den Ball fest, hat das Trophäe, sage ich euch. Ah. So, Gerrit Wegkamp vor mit dem Ding. Tut euch halt mal voll freilaufen hier. Und jetzt die Chance. Der Ball an den Posten und wieder ins Feld. Jetzt können sie einwerfen.
Wird da eine Chance draus? Normalerweise mache ich das Ding rein. Gerrit Wegkamp. Aber nein. Stahl. Wollen wir was mal probieren und... Keine große Mühe hier bei diesem ungefährlichen Ball. Also einen Sieg würde ich hier schon holen gegen Magdeburg. Also mindestens 2-0, oder? Björn Rother. Wobei ich letztes Mal habe ich Überzahl gespielt gegen... Weiß ich nicht mehr gegen wen. Wird's jetzt gefährlich. Und habe es nicht geschafft. Also ich habe 2-0 schon geführt und dann haben sie rote Karte bekommen. Und ich habe es nicht geschafft, ein Tor zu schießen. Für sie läuft das Spiel absolut nach Plan. Die Führung jetzt. Konzept geht auf, sie liegen vorn und der können Aydin jetzt der war's. Normalerweise ist bei mir der Wegkamp wie Kotore. Der hat schon 16 Tore, der Wegkamp. Ja, so sieht's aus, ne? Einfach den mal Pass Klasse in den Lauf. Da läuft er sich frei. Das sehe ich. Und dann gebe ich den Pass. Und der Rest ist... wie soll man sagen, Formsache oder Glückssache. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Ja, das schon richtig Spaß, muss man schon sagen. Beck. Da kommt der Pass auf Außen. Der Pass auf Außen ist ja der Hammer. Und jetzt kommt meine Schwäche. Wie soll ich das Ding jetzt... Also ich drücke jetzt RT, also jetzt die hinteren Schultertaste. Ne? Geht gut dazwischen, und weg ist der Ball. A-Taste. Mal gucken, ob der Wegkampf sich jetzt freiläuft. Das ist natürlich das Ganze. So ist nicht zu empfinden. Ganz hinten passenden Lauf. Ludwig. Gute Idee. Versucht den Doppelpass. Jetzt hat wieder Glück gehabt, dass ich den irgendwie... Er hat den Ball. Wird da was draus? Ah, jetzt habe ich... Barry. X-Taste gedrückt. Dem Rasen macht der Regen heute nichts aus. Da gibt es ja mittlerweile... Schönen Pass im Lauf. Und jetzt die Chance. Oh. Was für eine Parade. Da aus dieser Distanz. Starke Szene. Da wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken müssen. Hätte es stärker schießen sollen. Das ist immer so eine Sache. Jetzt ist der Gegner am Ball. Das wäre eine gute Chance gewesen. Naja. Gut verteidigt hier. Spielt den Ball direkt zurück. Immer schön Pressing hier. Da außen traue ich mich nicht. Aber wenn ich mal flanke, dann ist er doch drin. Jetzt die Gelegenheit. So. Ein bisschen mal. Doch. Das ist noch gefährlich. Vorbei. Den Ball hat er jetzt soll er halt einen Rückfallzieher machen. Wo ist das Problem? Ludwig. Hauptsache wir führen. Also die Defensive, das klappt bei mir nicht. Ah, komm, lauf. Die Flanke bleibt hängen. Geh ran. Nee, doch nicht. Ja. Schön dazwischen. Da passt er auf. Und nimm du ihn, ich hab ihn sicher. Sag ich nur dazu. Aber das war doch ein Scheiße, oder? Was habe ich da gemacht, oder? Was habe ich da nun gemacht? Und das war natürlich noch beschissen. Da kommt der Pfiff. Freistoß. Das war doch kein Foul. Das war eine Notlösung. Er hatte einen guten Blick auf die Szene. Das geht, wie ich finde, in Ordnung. Ja, genau. Jetzt müssen wir... Nein, die andere Seite. Nein, doch. Die andere Seite. Nimm ihn. Das war doch ein bisschen weit. Ja, gewesen, super. Oder? Bei dem Freischuss hätte er besser mal nicht direkt aufs Tor geschossen. Können Sie jetzt einen Angriff aufziehen? Ein Tor haben wir in Halbzeit 1 gesehen und damit ist hier noch nichts entschieden. Meine Pass in den Lauftaktik hat Sie wieder funktioniert. Sie sind hier in Führung, auch dank... Jo. Da ist das Ding. Klasse Zuspiel. Nochmal in der kleinen Zusammenfassung. Ja, ich weiß nicht, bei FIFA, den neuen FIFA hast du dich sehr seltsam finden. Also ich meine, die Spieler ermüden sehr schnell, aber dieses... Zwar bei den FIFA 14, 15, 16, oder 16 weiß ich nicht, 17 auf jeden Fall so. Hier ist es ein bisschen besser, da müssen die Spiele nicht mehr so stark. Aber schon bedenklich. Das Spiel geht weiter. Leider nach wie vor in strömendem Regen. Fängt diesen Ball jetzt ab. Mit dem Ball am Fuß Richtung gegnerisches Tor. Toller Pass. Das war natürlich nicht so. Die Defensive steht. Eine Güte, was sag ich? Ludwig. Scheiß. Der Angriff zufällig sah gut mal aus, und aber jetzt dann kommt da doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Den hast du auch. Gerrit Wegkamp.
So, erstmal geklärt. Da war natürlich hinten einer frei. Verdammt. Ball im Haus, das gibt Ecke. Wenn ich mir das Wetter so ansehe, bin ich froh, dass wir in unserem trockenen Kommentatorenkabinchen sitzen dürfen. Die Spieler sind nicht zu beneiden heute. Ich habe in FIFA 17 schon einige Eckeballtore geschossen, aber hier will es nicht funktionieren. Keine Schwierigkeiten hier bei diesem harmlosen. Und da hat sich einer verletzt. Der Stürmer Bigalke hat sich verletzt. Nehmen wir den Hein rein. Der sieht müde aus. Dann tun wir Marseille, hat schon lange nicht mehr gespielt, glaube ich. Und zentral nehmen wir den Jungen rein. Ein Versuch. Start. So. Barry. Das könnte eine Gelegenheit werden. Nicht mal laufen. Na, verdammt. Ballverlust. Zu spät gehandelt. Na, das war ein Foul, oder? Das war ein Foul. Er pfeift ab. Da hat er den Ball mit der Hand erwischt. Muss nicht mal Absicht gewesen sein. Mit der Hand, ja klar. Jetzt kommt hier richtig Bewegung rein. Es wird gleich dreimal gewechselt. So. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Jetzt könnte es gefährlich werden. Jetzt. Guter Pass. Jetzt vielleicht. Ja. Das Tor sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Unser Torschützenkönig. Da können Sie jetzt Ihr Spiel aufziehen. Der Wegkamp. Der ist echt gut. Der trifft bei mir absolut richtig. Absolut verdienter Treffer, oder Buschi? Ja, definitiv. Sie tun einfach mehr fürs Spiel, erarbeiten sich die Chance. Das war jetzt Glück, aber ich habe eigentlich auf die andere Seite gezielt. Tja. Schaut doch gut aus. Es steht 2:0. Bisher spielen sie hier ohne große Probleme. Ja, und der Haching hat mal in der ersten Liga gespielt. Ludwig. In der Saison 1999, 2000. Dann noch haben die Klasse gehalten. Und das ist der Ball 2000, 2001 sind die dann abgestiegen, dann eine Saison später sind die dann abgestiegen. Ja, und dann ging es eigentlich zweite Liga immer jetzt zu und dann gefährlich. Irgendwann, weiß nicht, sind die ganz energisch komplett abgestiegen in die Ball letzte Liga. Letzte Liga, sage ich. Gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Amateurliga. Letzte Liga, sage ich. Schießt er ihn rein. Das wäre gefährlich geworden, aber er blockt ihn ab. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Da muss ich Ruhe bewahren, ein bisschen mehr Ruhe bewahren. Niemeyer. Wird das eine Torschance? Grätschen tue ich nicht. Zack. Aber guck, da kann man sich schön antänzeln. Die so, was machen Sie draus? Zack, zack. Und jetzt Schieß. Die Chance. Super gehalten! Aus dieser Entfernung, toller Reflex, perfekt antizipiert, wo der Ball hingeht. Auswechslung. Wenn Sie nochmal ins Spiel kommen wollen, müssen Sie jetzt reagieren und das macht der Trainer auch. Er nimmt den Wechsel vor. Ja, die Ecken funktionieren bei mir nicht wirklich. Der war wieder genau 18. Hart. War gar nichts. Weg. Also ich tue jetzt nur noch die Schusstaste drücken zum Tackling ausführen. Ja, schöne Aktion. Schön, gute Chance. Genau. Schießt das Ding rein, jawohl. Phänomenal. Einfach mal. Ein Herzchen zum Abschluss. Und da macht er sein zweites Tor. Schön freigelaufen, schön Platz gehabt. Man kann fast Sie keiner dran. Vor. Solche Fehler mag ich. Nutze ich aus. Dankbar angenommen. Aber ich spiele ja auf Halbprofi, wie gesagt. Das Ludwig. Wird's jetzt gefährlich? Auf Profi traue ich mich nicht. Das wäre zu katastrophal. Super Einsatz! Da kann er ihn stoppen! Komm. Und jetzt die Chance. Den Ball erwischt er gar nicht gut und so ist der Schuss natürlich überhaupt kein Problem. Abwehr funktioniert bei mir. Abwehren ist nicht so jetzt mein Ding. Jetzt haben Sie den Ball. Können Sie jetzt einen Angriff einleiten? Abseits oder was? Da kommt die Hereingabe. Nimm ihn, jawohl. Ja, ich schaue nach. Ich werde das Video mal hochladen jetzt und schauen wir mal, wie viele da zuschauen.
Ludwig. Und so mag ich solche Experimente mal ein paar andere Spiele zeigen, nicht nur Shooter oder Rollenspiele oder Skyrim oder sonst was. Auch mal in FIFA mal zeigen, wie das hier aussieht, wie ich hier manchmal in der Abwehr versage. Jetzt so, und jetzt für den Konter. Aha, schade. Aber wir wohnen. Ist beendet. Ein souveräner Sieg heute. Sie waren über die gesamte Spielzeit das bessere Team. Klar, Wolf. Das nenne ich einen überzeugenden Auftritt. Ich habe jetzt die Einstellung auf maximal, außer nicht viermal MSAA, sondern zweimal Auftritt. Der Sieg geht definitiv in Ordnung. Glättner, wie es heißt. Ja, eigentlich kommt sie ja über die Defensive. Sie stehen richtig gut. Heute waren sie auch noch eiskalt vor dem gegnerischen Tor. Ansonsten Full HD. Ja, bei euch. Ihr seht natürlich die 720p-Variante auf YouTube. Also, dritte Liga, Haching gewinnt. Wir gewinnen mit Haching. Hier nochmal minimal das Highlight. Dann drücken wir wieder auf Weiter und dann sehen wir die besten Spieler. 9,6, Garrett Wegkamp. So, das war's. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und vielleicht sieht man sich wieder in FIFA 18. Bis dann.